Jo, moin Leute und willkommen zurück zu einem neuen Elsword Video. Hey, Elsword, kann man das ganze Weile nicht mehr? Naja, kommt relativ, kam allgemein wenig Videos in letzter Zeit, weil ich gerade ziemlich viel zu tun habe. Ja, wir machen eine Runde den Konter, also kontaminierte Zone, der Secret Dungeon von Altera, weil, genau, weil der ist gerade offen, man hat ja nicht mehr alle SDs an einem Tag, wie man machen kann. Oh. Leider. Ja, ich glaube, es war noch Elder offen, aber Elder habe ich jetzt irgendwie schon so oft gebracht. Also konnte auch, ohne Frage, aber Elder habe ich halt in letzter Zeit öfters gebraucht und von daher, ja. Ja, ich werde wahrscheinlich noch eine Runde GTA aufnehmen, gleich. Da finde ich gerade leider keine Mitspieler, das ist ein bisschen schlecht. Niemand mag mich, niemand will mit mir spielen. Und ja. Aber wie gesagt, zeitmäßig ist es momentan allgemein schwer, irgendetwas mit irgendjemandem aufzunehmen. Weil, wenn die Leute, den ich aufnehmen könnte, am nächsten Tag früh zur Schule gehen müssen, während ich halt Spätschicht habe und ich den ganzen Tag auf Arbeit bin und dann erst so gesehen abends Zeit habe, wo die dann schlafen müssen, weil die wieder Schule haben, ist das ein bisschen doof. Aber ich werde es schon hinkriegen. Ja, ich habe jetzt auch meinen Kanal-Layout geändert, so wie es eigentlich ein Großteil der anderen YouTuber hat. Ich hoffe, dass euch das so gefällt. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, was ihr dazu so sagt. Denn wie ihr wisst, eure Meinung ist mir da schon ziemlich wichtig. Oh. So. Ja, würde mich halt interessieren, wie ihr das Ganze so findet. Ob das jetzt besser ist oder schlechter oder ob ich da noch irgendwas anderes hinzufügen soll. Vielleicht, wenn der eine oder andere sich mit den Einstellungsmöglichkeiten dort auskennt und ein paar gute Vorschläge hätte, dann kann es ruhig in die Kommentare schreiben. Das wäre richtig knorke. So. Ja, bei Konter war es so irgendwie so, diese Zeit, die da oben läuft, diese Eieruhr, diese fast 9 Minuten noch. Wenn die runtergerattert ist, dann ist hier so eine Giftaura, dass man die ganze Zeit vergiftet wird. Und das soll dann halt das Ganze hier schwerer machen. Und irgendwie kann man das umgehen, wenn man hier bei der Resistenz, die Giftresistenz auf einen gewissen Wert hat, kann man das irgendwie verhindern und dafür sorgen, dass man hier gar keinen Schaden mehr bekommt, wo die Zeit abgelaufen ist. Wobei ich aber sagen muss, ich bin eher der Freund davon, den Dungeon einfach eher zu schaffen, bevor die Zeit überhaupt abläuft. Und ich hoffe einfach mal, dass man die Autos im Hintergrund gerade nicht zu extrem hat. Denn ich muss gerade ein bisschen lüften. Denn wenn ich jetzt mein Fenster zumachen würde, würde hier drin so eine stickige Luft entstehen. Und das muss ich jetzt nicht haben. Ja, der Dungeon geht auch relativ schnell. So ist eigentlich auch so. Und von daher ist es ganz okay. Kann ich mitnehmen. So hier. Ja. Okay. Wir sind in der vorletzten Stage gerade. Denn nach der nächsten Stage kommt dann auch schon der Boss. Also klar, wissen eh alle, ich bin eh der Boss. Okay, nein, kleine Schatz am Rande. Aber dann kommt halt der Dungeon Boss. Das heißt, wir haben es fast geschafft. Yay. Oh, endlich mal eine gute Schatzkiste. Ja, ganz okay.
letzten paar Gegner hier noch zu schmettern. Verdammt. Okay, und mein Pit übertreibt wieder. So, schon mal Stasisfeld reinhauen und auf zum Konterboss. Es ist so ein ätzender Boss, ist das hier. Wow. Was ist Schaden? Ach nee, nicht Schaden, sondern Damage. Was ist Damage? Na komm mal her. Ja, der nervt dezent. Ist der Boss. Den Dungeon an sich finde ich ja echt cool, aber der Boss, der ist so ätzend. Weil man irgendwie keinen Schaden macht, warum auch immer. Oh. Das hat doch irgendwie nichts mit Spielspaß oder ähnlichem zu tun, das ist einfach bloß. Ne, wo rennt der hin? Ich bin hier drüben. Vollidiot. Immer sobald ich irgendeinen etwas stärkeren Skill mache, ist er einfach sofort immer wieder in seiner Sturmklinge. Oder? Oh, hab ging mal durch. Nice. Boah. Mann, oh. Darf ich jetzt bitte mal? Dankeschön. Boom. Oh, ich habe keinen Bock zu sterben. So, zack. Oh, bei drei Leisten macht natürlich wieder dieser Mist. Nicht heilen. Okay, gut. Gut, 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 gut. Wir haben es geschafft. Weil ich hier so früh habe ich diesen Dungeon irgendwie in 4 Minuten gemacht. Jetzt brauche ich mal 7 Minuten. Sogar fast 8. Ach ja. Aceworld hatte mal echt bessere Zeiten. Ja. Ich werde gleich wahrscheinlich noch einen Part Aceworld aufnehmen. Also dürfte morgen auch wieder ein Aceworld Part kommen. Für die Leute, die regelmäßig um viel Aceworld schauen, wahrscheinlich eine gute Information. Yay. Jo, da würde ich auch mal sagen, haut rein, Leute, macht's gut und bis zum nächsten Video.